Hallo zu einer neuen Folge Neues aus dem Fanclub der Comicheldinnen. Es ist die Folge 10 im Jahre 2024. Aus gegebenem Anlass melde ich mich bei euch und aus dem gleichen Anlass ist übrigens das Intro-Video für dieses Video ein etwas anderes als sonst. Der Anlass war und ist, am vergangenen Samstag habe ich in Kati Bazabas Comicladen Petikami eine Signierstunde abgehalten. Vielen Dank allen, die da waren. Es war ein großer Spaß. Und zu diesem Ereignis hat Kati ein sehr kluges und durchaus selbst für mich interessantes Interview mit mir geführt. Sie hat sehr gute Fragen gestellt. Ich habe wirklich nachdenken müssen bei den Antworten. Und dieses Interview möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe es von Instagram gezogen. Es war ein Live-Video. Das war relativ komplex. Ich musste das Audio separat nochmal aufnehmen und dann synchronisieren. Ich hoffe, es hat halbwegs geklappt. Aber ich denke, der Inhalt ist einfach interessant genug, als dass es diesen Aufwand würdigt. Was gibt es denn sonst noch Neues? Ja, die neue Resistenzgeschichte habe ich gerade abgeschlossen. Ich arbeite zurzeit auf Hochtouren an einem Resistenz-Titelsong, der dann sehr wahrscheinlich auch ein Resistenz-Video, ähnlich wie das Luba-Wolfschwanz-Video, zur Folge haben wird. Da werde ich euch aber auf dem Laufenden halten. Ansonsten, ja, es ist auch die ein oder andere Messeskizze wieder übrig geblieben bei der Signierstunde. Die wird demnächst in der Originalliste auch auftauchen. Da halte ich euch auf dem Laufenden. Ansonsten gibt es demnächst auch eine neue Folge Sanctum Sanctorum. So viel Neues von mir jetzt, aber Schluss. Wir gucken uns das Interview an. Viel Spaß. Wir sind live. Wir sind live. Also, willkommen, Ika. Hallo, danke, Kati. Schön, dass ich kommen durfte. Vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Ich freue mich total. Ich war so aufgeregt, dass ich keine Augen zugemacht habe. Um Gottes Willen. Sieht man nicht. Nein, nein, frisch wie der junge Morgen. Oh, danke. Also, bevor wir anfangen, ich muss noch was kurz erzählen, dass du und ich wollte früher von langer Zeit eine TV-Sendung, so eine Comic-Sendung machen. Und wir haben dafür einen super Jingle erstellt. Ja, ja. Also ja, ich fange an mit dieser coole Jingle. Ja. Oder? Ja, mach mal, mach mal. Los geht's. Comics! Ja. Yes. Ich kann mich gut erinnern an die Aufnahmen, dass... Hat eine Weile gedauert, aber wir hatten das dann alles zusammengestückelt und ich habe jetzt auch noch mal geguckt. Es ist tatsächlich ziemlich genau 15 Jahre her, dass wir das gemacht haben. Es war 2009. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich wollte unbedingt, dass BLAB, das wäre unser erster Gast gewesen. Ja, 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 genau. BLAB, wenn du uns hörst. Du wärst der erste Gast gewesen. Genau. Ich weiß auch gar nicht, warum es dann nichts geworden ist. Es hat sich so verlaufen. Keine Ahnung. Wir hatten wirklich alles schon geschrieben, 3 Folgen oder so. Ja, ja, ja. Nee, wow. Das war eigentlich, von uns aus hätte es losgehen können. Ja, ja, das stimmt. Siehst du, nun sitzen wir hier. Und wir haben noch viel zu erzählen. Ja, oder? Ja, ja. Wo wollen wir anfangen? Mit Fantasy 3000? Gerne, ja. Ja, ja, das ist genau. Fantasy 3000, da ist das Cover auch von mir. Das ganze Heft ist nicht von mir, es ist ein Magazin, da sind Geschichten von mehreren verschiedenen Zeichnern drin und da ist meine Figur Resistenz immer wieder drin. Genau, das ist sie. Sehr schön. Und seit wann gibt es diese Magazin? Warte mal, seit Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres, ich weiß es gar nicht so. Es ist ganz frisch. Es ist relativ frisch. Das hier ist die Nummer 2. Es gibt jetzt die Nummer 4 und im Februar 25 kommt die Nummer 5 dann. Da habe ich gerade die Geschichte für die Nummer 5, die habe ich fertig gemacht, ja. Genau, und was ist das denn für eine Eldin?
Resistenz ist natürlich ein Wortspiel mit Resistenz, aber sie heißt Theresa Stenz. Das ist im Grunde so eine Working-Class-Raumfahrerin, so ein bisschen vielleicht wie Ripley bei Alien, also so eine, ne, die so ein bisschen im Blaumann und in Jeans mal ein paar Ölflecken und so, und die reist durch die Galaxis mit ihrem Sidekick, kleinen Moment, sehen wir den hier auch, der heißt Brix Büxel und ist ein Broilid. Und die haben zusammen einen Frachter, wo sehen wir ihn? Ja, hier haben wir ihn zum Beispiel. Das ist Brix Büxel. Und versuchen, wo sie können, Fuhren aufzutreiben und ein paar Taler zu verdienen. Und ja, genau, so ist das. Also der Weltraum aus der Sicht der Arbeiterklasse. Oh, verstehe. Und also, wie bist du auf diese Idee gekommen überhaupt? Es war nicht Ripley, dann Vorbild, es war... Es ist nicht ganz Ripley, weil natürlich Alien ja einen ganzen Überbau von einer großen bösen Firma hat, für die sie arbeitet. Resistenz war immer im Grunde vermutlich, also wo du jetzt fragst, fange ich an drüber nachzudenken. Ich vermute, das liegt im Grunde irgendwo im Western-Genre, so die Idee, also in der ersten Geschichte hat sie ein kleines Raumschiff, mit dem sie kurze Strecken und kleine Frachten fliegt und ist aber sozusagen, also Freelancer selbst, Unternehmer. Und im Grunde hat das ein bisschen was von diesem Cowboy-Mythos, dass man in der Weite der Landschaft oder des Weltraums eben allein unterwegs ist, für sein Brot kämpfen und arbeiten muss, so, ich glaube, diese Idee steckt da dahinter. Alles klar. Also es klingt sehr spannend und man kriegt schon Lust, über Ihre Abenteuer zu lesen. Vielen Dank. Das war erstmal Fantasy 3000. Ja. Wollen wir über Luba wollen? Sehr gerne, ja. Von Luba gibt es natürlich noch viel mehr, denn Luba ist meine eigene Heftserie. Das heißt, alle 3 Monate erscheint ein 36-Seiten-Heft. Und wir sind jetzt schon bei Nummer 15. Krass. Und ich habe erst bis Nummer 22 vorgezeichnet. Das heißt, ich habe so ein bisschen Puffer, aber ich muss immer dranbleiben. Und es ist erstaunlich, wie viel Spaß mir das macht, muss ich sagen. Und es ist auch erstaunlich, wie viel Arbeit es ist. Das ist natürlich auch erstaunlich, aber das wusste ich vorher. Richtig viel Arbeit. Das glaube ich dir. Aber es ist auch erstaunlich, wie viele Geschichten mir immer wieder einfallen. Also da ist, glaube ich, kein Ende abzusehen. Du hast so viele Fantasie, also wirklich. Ich mochte diese, bei dem Van Aans, die Geschichte mit dem Kettis. Ja. Das fand ich richtig toll. Wo hattest du die Idee? Also Kettis ist wirklich so eine Legende, dass es sowas gibt. Weißt du noch? Okay, der Kettis. Oder du meinst Selkie in dem Fall. Selkie, ja. Selkie sind die Pferde, Selkie sind die Robben. Ja, nee, das sind tatsächlich so Ideen. Ich habe ja auch vor einigen Jahren diese Serie Arkstein gemacht mit Josef Rother zusammen. Ist bei Harpa damals rausgekommen und dann auch nochmal bei Weißblech. Und in dem Zusammenhang habe ich viel Elementarwesen und so Geistergeschichten eben und mythologische Sachen recherchiert und da waren unter anderem eben die Selkies dabei. Ja, die Selkie-Geschichte, die mag ich auch sehr gerne. Ja, die ist gut, ja. Ja, ja. Also wir wollen ein bisschen normal, woher also die Idee, warum Luba Wollschwanz, erstmal diesen Namen überhaupt und die Geschichte von dieser Eldinnen, die rare-süchtig ist. Ja, das ist eigentlich relativ simpel. Also ich dachte, ich will eine Barbarin machen. Irgend sowas, ein weiblicher Conan, ein Xena ist da natürlich auch irgendwie relativ dicht dran als Vorbild. Und du brauchst für so eine Figur ja immer das, was man so ein Reisemotiv nennt. Also was treibt sie an? Mhm. Warum gucken wir ihr die ganze Zeit zu? Also und da fiel mir das eben ein, das ist nicht wahnsinnig originell, sie ist die letzte ihres Stammes, ihr Stamm wurde vernichtet von der großen bösen Militärmacht und
das eigentlich Besondere ist, dass sie eine Liste hat, auf der all die Soldaten stehen, die in dem Bataillon waren, das ihr Dorf vernichtet hat. Und all diese Soldaten, klappert sie jetzt der Liste nach ab, diese Soldaten haben Ländereien bekommen für ihren Militärdienst, der im ganzen Reich verteilt. Und so haben wir einen wunderbaren Grund, Luba durch die Gegend zu schicken. Ja? Und dann passieren viele Sachen. Das heißt, in den ersten Geschichten ging es dann tatsächlich eher so um die einzelnen Soldaten, die sie aufsucht. Aber das kann sich natürlich auch verselbstständigen und dann geht es um ganz andere Dinge und das mit den Soldaten läuft so nebenbei. Aber es ist halt immer wieder das Ding, worauf man zurückkommen kann. Ich finde es ganz cool, es ist sehr blutig, aber ich finde es sehr schön mit dem Blutzeichen, das sieht so klebrig aus. Ja, also es ist, es ist bewusst blutig, aber natürlich auch aus dem Grund, dass ich glaube, dass durch diese Übertreibung das im Grunde schon wieder komödiantisch wird. Also das kann man nicht wirklich ernst nehmen und es ist auch nicht ernst gemeint. Ja, das ist nicht mehr so grausam. Es soll ein Spaß sein. Also es soll nicht wirklich grausam sein. Ist natürlich Geschmackssache. Ja, aber übrigens, dazu noch in, ich weiß gar nicht. Kann das für dich holen? Welche denn? In Heft 3 oder 4 ist ein längeres Interview mit mir abgedruckt. Da werden all diese Fragen auch ganz prima beantwortet. Wahrscheinlich da drüben, ja. Das ist 4? Ja. Oder 3? Nee, vielleicht ist es auch 5 oder 6. Ich glaube, es müsste 5. Und oder 6. Oder 6. Oder 7. Ja, siehst du, jetzt haben wir es endlich. Es ist Heft 6 und 7. Also hier, das ist Heft 6, das ist der erste Teil des Interviews. Und in Heft 7 ist ein zweiter Teil. Da wird also auch, da sieht man auch so ein paar Vorarbeiten zur Figur. Da plaudere ich so ein bisschen, wie sich die Figur entwickelt hat. Und unter anderem wird eben auch die Selkie-Geschichte erwähnt. Ah, deswegen komme ich da drauf jetzt. Ja. Sehr cool. Genau. Also ich muss alle kommen und Nummer 6 und 7, ne? Dann haben Sie alle Antworten. Nummer 6 und 7. Und ich glaube, wir haben auch ein Paket, wo Heft 1 bis 10 drin ist. Ne? Das kostet dann natürlich relativ viel, denn ein Heft kostet 4,90 Euro und 10 Hefte Buchpreisbindung. Wir können das nicht billiger machen. Kosten dann 49 Euro, aber ist vielleicht ein interessanter Einstieg. Ansonsten, also es gibt ein paar Geschichten, die gehen über mehrere Hefte, aber ich versuche es eigentlich auch so zu halten, dass man auf jeden Fall jede Geschichte für sich lesen kann, ohne dass man einen riesigen Katalog an Vorwissen haben muss. Also im Grunde hoffe ich, dass man jedes Heft einfach kaufen kann und lesen kann und es verstehen wird. Sehr gut, sehr gut. Also ich fand das sehr spannend. Ich hatte richtig Spaß, das zu lesen. Wirklich. Das ist schön, das freut mich. Ich lege das mal hier hin. Wollen wir über Doris Day sprechen? Ich mache erstmal mein Finger und meine Hand drauf, weil es ist nachmittags und Samstag und Familie. Warte mal, ich hole jetzt doch nochmal das Cover von der 3. Das ist, vielleicht, genau, jungfrei. Oder nee, nicht jungfrei. Naja, nicht ganz. Also da muss man aber, da kommt man mit wenigen Fingerspitzen aus. Ja, also Doris Daydream ist bewusst, also es ist, sagen wir einfach mal, ein Sexcomic im Sinne vielleicht von Barbarella oder sonst was. Also, Hossa. Alles runter, ist okay. Kurz und klein machen wir den Laden hier. Also es ist kein Porno, aber es ist natürlich schon von der Geschichte her spielt es immer wieder mit erotischen Ideen und mit Fantasien und Träumen und ist aufgeteilt in jeweils vierseitige Folgen. Also und Doris Daydream ist eine Figur, die einfach so durch von Folge zu Folge purzelt. Das kann man alles nicht zeigen. Nein, man kann das nicht zeigen. Also es ist nicht ab 18. Ich würde es einem neugierigen 14-Jährigen auf jeden Fall empfehlen. aber zur Geschichte, das ist natürlich entstanden für
das SM-Magazin Schlagzeil. Oder? Für das SM-Magazin Schlagzeil. Sie genau, haben dich angerufen und gesagt, ey, Karp, machst du für uns? Oder hattest du die Idee? Nee, ich hatte die Idee tatsächlich. Aha, aha, aha. Ja. Und ich wusste, dass die bei mir um die Ecke ihr Büro haben. Und dann bin ich einfach mal vorbeigegangen. Ich wusste auch, dass die Comics machen, weil auch, ich weiß nicht, ob du dich an Ernst de Bruijn erinnern kannst. Die hat da auch immer mal veröffentlicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich praktizierender Sadomasochist bin, aber ich finde das so ganz interessant als Idee. Und ich, als ich die kennengelernt habe, habe ich mich auch wirklich darüber gefreut, wie spielerisch die mit dem Thema umgehen. Mhm. Und die sind auch gar nicht böse, das sind total liebe Menschen. Also das sind ganz, ganz nette Menschen wirklich. Und genau, und dann ist es ja auch so, du musst ja gucken als Comiczeichner, welches Magazin bietet dir denn sowas an, ja, regelmäßig 4 Comicseiten machen zu können, die dann veröffentlicht werden. Da gibt es nicht so viele. Naja, wie gesagt, und das Thema lag mir auch nicht allzu fern. Insofern habe ich das gerne gemacht. Und dann waren eben irgendwann genug Seiten zusammen. Und dann ist das erste Album bei Weißblech erschienen. Und die Schlagzeilen wollten mehr. Und Weißblech wollte auch mehr. Jetzt ist das dritte Album schon eine Weile raus. Und gibt es ein Band 4 bald? Oder sagst du nur weiter für die? Ja, ich habe gerade die erste Episode von Band 4 gemacht für die Schlagzeilen, also weil die jetzt auch, die hatten gerade Band 3 eben abgedruckt in ihrem Magazin. Mhm. Da musste also Nachschub her, also wird es auch irgendwann ein Band 4 geben, ja. Und wie kommst du auf diese Idee? Ich meine, ich habe der erste Band gelesen und die ist erstmal, es fängt an im Keller, dann geht es auf ein Boot, dann unter dem Meer, dann auf Weltall. Wie funktioniert das? So viel Fantasie. Kennst du den, es gibt einen deutschen Comic von Helmut Nickel, ich glaube, der heißt Peters unglaubliche Reisen. Das ist in den 50er Jahren entstanden und ist ein Kindercomic über einen Jungen, der gerne Piccolo-Hefte liest und der dann wird beim Piccolo-Heft-Lesen gestört wird von seiner Mutter, er soll Brot kaufen gehen. Mhm. Und er geht Brot kaufen und gerät dann in ganz viele Abenteuer und stürzt auch so von Genre zu Genre, also von Western zu Tarzan zu Science Fiction, okay, und so weiter. Und das ist im Grunde so das Vorbild, das ich da hatte, so ein bisschen Alice im Wunderland vielleicht. Also einfach so völlige Freiheit von irgendwelchen aufgebauten, entwickelten Geschichten, sondern einfach, es passiert irgendwas. Ja. Und dann habe ich halt einfach mal geguckt, ja, was gibt es denn? Western, unter Wasser, über Wasser, Luftballon. Das Science-Fiction fand ich super, diese, genau, Weltall, diese Weltraumschiff. Und ich mache es bei Doris Daydream tatsächlich auch immer so, dass ich relativ direkt drauf loserzähle. Mhm. Also, und gerade am Anfang habe ich einfach angefangen. Ich habe es tatsächlich oft so gemacht, dass ich die Seiten gezeichnet habe und Sprechblasen und Textkästen eingebaut habe. Was da drin steht, habe ich mir aber zum Schluss ausgedacht. Also echt? Es war so eine, ja, genau. Also es war insofern ein großer Spaß, weil es eine ganz andere Art zu arbeiten war dann. Eine sehr freie Art. Ja, auf jeden Fall. Cool, sehr schön. Kriegst du sehr viel Spaß. Und wir müssen jetzt langsam aufhören, weil du musst jetzt viele schöne Sachen szenieren, oder? Ja, drei Minuten noch. Oh, 3 Minuten. Uhrenvergleich. Ja, also du hast schon angefangen, darf ich das sagen? Ja, klar. Genau. Also komm schnell vorbei, bei Petit Camille könnt ihr diese wunderschöne Zeichnung erobern. Ja, möchtest du also eine Liebling? Doris, also eine Favorit von diesen 3 tollen Mädels? Ha! Nee, also ich freue mich immer, wenn ich was anderes machen kann. Das Schöne daran ist, also ich liebe sie alle 3, aber natürlich ist so, ich meine, man sitzt ja jetzt, also so an so einem Heft sitzt man auch schon mal einen Monat oder anderthalb und dann ist es natürlich auch schön, wenn man wieder woanders hingehen kann. Ne? Und ich bin, im Grunde ist immer sozusagen die nächste Geschichte meine Liebste, die ich gerade nicht mache. Super.
Okay. Auf die freue ich mich am meisten. Ja, das freuen wir auch uns am meisten, oder? Das hoffe ich. Es geht weiter, es geht weiter. Es geht weiter, super. Ja. Dann, Eckart, vielen Dank. Ich bin total glücklich, dass du da bist. Und ich hoffe, wir haben noch 3 Stunden Zeit. Und es wird richtig voll, hoffentlich. Und wir haben ja, man viel Spaß sieht haben. Es schon. Ja, ein paar Fans sind schon da. Genau, dann vielen Dank für eure Geduld und für alle, die uns gewunken haben. Dankeschön. Danke. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Was ist das jetzt, Benden?